Liebe Zuschauer, kennen Sie den Viehstrich? Hört sich an nach ländlichem Rotlichtviertel, ist aber völliger Blödsinn. Denn es ist eine Region in Rheinland-Pfalz, und zwar der Landstrich zwischen Kandel und dem französischen Weißenburg. Mittendrin liegt Scheid, und das wiederum ist ein Ortsbezirk von Wörth am Rhein. Doch sowohl Wörth als auch der Rhein sind einige Kilometer entfernt. Scheid, das ist ein Straßendorf wie viele andere im Viehstrich, doch im Bürgerhaus von Scheid, da gibt es für die Region etwas ganz Besonderes. Vor mehr als 20 Jahren hat Manfred Bouquet angefangen, Dinge zu sammeln. Dinge, die mit der Geschichte seiner Heimat zu tun haben. Inzwischen ist aus dieser Sammlung ein Museum geworden, das Viehstrich-Museum, benannt nach der Region zwischen Weißenburg und Kandel. Historische Dokumente wie das Scheider Gerichtsbuch erzählen von der Vergangenheit des Dorfes, das einst mit Wall und Graben umgeben war und Marktrecht hatte. Scheid ist fast ein Grenzdorf. Nach Frankreich sind es nur 10 Kilometer. Diese Nähe brachte auch Leid. Hitlers Westwall lief mitten durch das Dorf. Im Zweiten Weltkrieg wurde Scheid fast völlig zerstört. Der Höhepunkt war 1944 wurde Scheid sehr stark bombardiert, sodass die Leute vorher evakuiert wurden. Und die wenigen, die im Dorf verblieben, mussten in Kellern, Bierkellern und anderen Weinkellern Schutz suchen. Einer dieser Keller war der Eiskeller der Brauerei. Hier suchte ein Großteil der Scheider Zuflucht vor den Bomben. Die Brauerei existiert schon seit 80 Jahren nicht mehr. Der Keller ist verwahrlost und verwaist. Doch so soll es nicht bleiben. Die Veränderung hat schon begonnen. Die Jugendfeuerwehr hilft dem neuen Besitzer bei der Arbeit. Rob van Gool hat die ehemalige Brauerei durch eine Zeitungsannonce entdeckt und sie gekauft. Sein Traum ist es, wieder Leben in das alte Gemäuer zu bringen. Auch wenn seine Vorstellungen noch vage sind. Durch die Zusammenarbeit, die ich mit anderen Leuten hier aus dem Dorf bekommen habe, ist es mir eigentlich doch ganz einfach gefallen, um die Arbeit weiterzumachen. Und wenn man ein Ziel vor Augen hat, auch wenn das Ziel sagen wir, nicht so ganz konkret geworden ist, weiß man jedenfalls, dass man etwas gekauft hat, glaube ich, wo ganz viele Potenziale da reinstecken. Man weiß noch nicht genau das Endergebnis, aber weiß jedenfalls, dass dieses Gebiet oder diese Lage in das ganze Gebäude etwas besitzt, was kein anderes Gebäude in dieser Umgebung kennt. Die alte Brauerei liegt in der Dorfmitte, ganz nah bei den schönen Fachwerkhäusern und der Kirche. Scheid ist ein Straßendorf, wie es typisch ist für den Viehstrich. Ebenso typisch ist, dass man hier gut essen kann. Im Gasthof zur Linde ist die Spezialität im Winter das Gänseessen. Der Name Viehstrich kommt vom einstigen Viehreichtum der Region. Doch inzwischen ist die Bedeutung der Landwirtschaft auch hier geschrumpft. Noch 3 Bauern gibt es im Dorf. Gerhard Weiler ist Ackerbauer. Neben Getreide und Zuckerrüben pflanzt er Tabak an, als einziger im Dorf. Früher war auch das anders. Das ganze Dorf eigentlich hat Tabak gemacht. Jeder hat nebenher so 12 A, 15, 20 A Tabak gemacht. Das war für die Hausfrau dann daheim, die haben das allein machen können. Und durch das hat sich das halt auch geboten. Neben der Viehhaltung und dem Tabak gab es einst noch einen dritten Haupterwerb des Dorfes, die Korbflechterei. Viele Werkstätten, eine Flechtschule und sogar 3 Korbfabriken gab es in Scheid. Noch in der Blütezeit der Korbindustrie hat Werner Völkel seine Gesellenprüfung gemacht. Doch heute ist der Beruf so gut wie ausgestorben. Warte, ich nehme gleich. Zeit, dass der Plastik gekommen ist, 1960, ist die Korbmacherei zurück. Ja, fertig, alles. In der Scheider Korbgalerie werden noch immer die alten Modelle verkauft. Doch hergestellt werden sie längst im Ausland. Vor allem in den Ländern des ehemaligen Ostblocks.
Der Inhaber der Korbgalerie, Tom Löhrs, war einst selbst Korbfabrikant. 5 Generationen lang hat sich seine Familie der Korbmacherei gewidmet. Es ist praktisch eine Art Verlust einer reichen Kultur für unser Land. Ne? Aber dasselbe ist auch in Frankreich oder in Italien oder Spanien auch verloren gegangen. Ne? Was heute die Korbgalerie ist, war ursprünglich der Wohnsitz eines Ziegelfabrikanten. Ziegel aus Scheid, auch so ein Fall fürs Museum. Die Ziegelei gibt's schon längst nicht mehr. Ebenso wenig die Molkerei oder die Schlachterei. Eine Sache allerdings hat die Zeiten überdauert, das Scheider Waldrecht. Seit dem Mittelalter hat jeder Scheider Bürger das Recht, sich Holz aus dem nahen Bienenwald zu holen. Umsonst. Natürlich nur für den eigenen Bedarf. Die Ausübung des Waldrechts wird von den Förstern überwacht, denn gratis ist das Holz nur bis zu einer Stammstärke von 15 cm. Das hier muss bezahlt werden. Und doch. Es ist ganz wichtig, dass Scheid dieses Waldrecht hat und auch sich bewahrt hat. Manche, die Forstrechte erlöschen ja nach spätestens 30 Jahren. Aber dieses Recht ist immer ausgeübt worden, ist erhalten geblieben, im Gegensatz zum Beispiel zur Waldweide. Große Holzstapel am Dorfrand zeugen von der intensiven Nutzung des Waldes durch die Scheider. Auch Klaus Bolander selbst hat einen Holzvorrat zu Hause. Sein Haus verfügt zwar über eine Zentralheizung, aber mit dem Holzofen wird das Wohnzimmer noch gemütlicher warm. Eine schöne Sache, vor allem in Zeiten steigender Energiepreise. Die alten Geräte der Waldarbeiter sind im Museum gelandet. Auch von den Scheider Schmieden ist nicht mehr geblieben als etwas Werkzeug und ein vergilbtes Foto. Museumsreif, ebenso wie die Werkstatt des Holzschuhmachers. Noch so ein Beruf von gestern. Ein Beruf von heute ist der Mechatroniker. In der Firma Hamann Becker werden solche Spezialisten ausgebildet. Man kann sagen, der Mechatroniker hat 3 Berufe in einem. Der hat eigentlich den Mechaniker, 40% mechanisch. 50% sind steuerungstechnisch, also Messen-Regeltechnik und ungefähr 10% die E-Technik. In der Firma Hamann Becker arbeiten insgesamt 591 Menschen auf 13.000 Quadratmetern Betriebsfläche an der Produktion von Navigationssystemen und Autoradios. Die Musik spielt eine wichtige Rolle in Scheid. Jedenfalls im Fanfaren- und Spielmannszug. Einer mit 60 Musikern recht beeindruckenden Unterabteilung des Sportvereins. ...2005 trat der Spielmannszug sogar in Berlin auf, als rheinland-pfälzischer Beitrag zum Tag der Deutschen Einheit. Natürlich nicht in Zivil, sondern in Uniform. Auch die historische Landsknechtstracht der Spielleute ist in der Sammlung von Manfred Bouquet zu sehen, so wie vieles andere hier im Viehstrich-Museum im Bürgerhaus von Scheid. Nur das Bürgerhaus selbst, das versteckt sich manchmal. Vielleicht um sich fein zu machen fürs nächste Dorfjubiläum. Übrigens, 2046 wird Scheid dann 1000 Jahre alt.